Hallo zusammen, ich bin Roland Vogt und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Dazu freue ich mich heute, Karim Albasch und Cyril Stempfli hier begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über gute und schlechte Verhaltensmuster, die den Börsenerfolg beeinflussen, und haben vereinbart, uns hier zu duzen. Cyril, Karim, könnt ihr euch bitte kurz vorstellen, mit zwei, drei Sätzen, was ihr tut und worin eure Kompetenzen bestehen? Ja, mein Name ist Karim Albasch. Ich arbeite als Trainer, Coach und Speaker im Bereich Gelassenheit stärken. Das heißt, meine Expertise kommt aus der Meditation heraus und ich unterstütze hier Führungskräfte, Unternehmer und Selbstständige, klare Entscheidungen zu treffen und nicht sich zu sehr involvieren zu lassen, sondern wirklich sehr aus seiner inneren Mitte heraus zu entscheiden, zu handeln und zu denken. Ich bin seit 25 Jahren an der Börse tätig. Mein Hauptbereich ist eigentlich, den Neukunden aufzuzeigen, wie sie die ersten Steps an der Börse hoffentlich erfolgreich meistern. Und zu diesem Bereich machen wir eben immer wieder Videos, Webinare, Ausbildungen etc. Ich kann mich an eine groteske Situation erinnern. Letzten Herbst, als ich im Hochgebirge auf einer Wanderung war, traf ich auf einen Banker, der um 16 Uhr verzweifelt versuchte, eine Mobilfunkverbindung zu kriegen, um mit seinen Arbeitskollegen, das habe ich dann mitbekommen, sich von der Eröffnung der US-Börse die neuesten Geschichten erzählen zu lassen. Nun läuft es ja an der US-Börse erwiesenermaßen auch ohne ihn und er wäre wahrscheinlich jetzt im Hochgebirge auch nicht in der Lage gewesen, irgendwo wirklich seriöse Entscheidungen fundiert zu treffen. Kannst du mir erklären, was da in diesen Leuten abläuft? Das ist ganz einfach erklärt, das ist die Sucht nach einer bestimmten Emotion, nach dieser ich brauche News, ich brauche neue Informationen. Und interessant ist ja, man geht in die Berge, aber wofür? Um sich zu erholen, um mal abzuschalten. Ja, und trotzdem nimmt man halt die täglichen Gedanken mit. Und wenn das dann weiterläuft, dann geschieht genau das. Ich will wieder diese Emotion haben. Und das führt dann zu so grotesken Situationen. Cyril, im Vorgespräch zu diesem Video hast du mir erklärt, dass du bei den Investoren zwei sehr dominante Verhaltensmuster erkennen kannst, die immer wieder zu Misserfolgen und einfach zu Problemen führen. Kannst du mir das vielleicht nochmals erörtern? Also eben, es gibt natürlich eben verschiedene Verhaltensmuster an der Börse. Mhm. Und was mir auffällt, es gibt Leute, die eine Strategie haben, aber von dieser Strategie abweichen, weil sie von News, Neuigkeiten allenfalls beeinflusst werden und dann eben eigentlich nicht mehr das machen, was sie eigentlich vorgehabt haben, durchzuziehen. Also das wäre so quasi der News-Junkie, der Karim jetzt vorher thematisiert. Genau, man lässt sich halt einfach von neuen News verunsichern und denkt, bin ich jetzt wirklich noch richtig positioniert? Hat sich jetzt eigentlich das gesamte Bild an der Börse komplett geändert? Und da gibt es auch so die Skeptiker, also die Leute, die eigentlich gar nicht in Aktion kommen. Mhm. Der Markt ist zu hoch, der Markt ist zu tief. Mhm. Also oben ist zu teuer und wenn es dann runterfällt, sieht es wieder schlecht aus, genau, weil gerade überall schlechte Nachrichten kommen. Genau, also ich habe wirklich Investoren, sind ja nicht wirklich Investoren, weil sie nicht investiert sind, aber die warten seit Jahren auf den richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt wird man nie finden. Man wird nie auf dem Tiefpunkt kaufen und auf dem Höchstpunkt verkaufen können. Ja, vielleicht lass uns doch mal zuerst über den ersten Typen, über den News-Junkie sprechen. Karim, wenn man sich das mal jetzt einfach so die Auslegeordnung macht, ist das schon irgendwie merkwürdig. Also es kommen News, mal so, die haben auch nicht immer dieselbe Wirkung. Manchmal staunt man ja, dass eine Nachricht kommt und nichts geschieht an den Märkten. Und da gibt es Trends und eigentlich die Tatsache, dass es ja Trends gibt und relativ zufällig eintreffende Nachrichten, müsste eigentlich zur Konklusion führen, dass News einem nicht wirklich weiterbringen, sondern die Trenderkennung eigentlich erfolgsversprechender ist. Dennoch ändert sich das Verhalten der Leute offensichtlich nur sehr schwerfällig, wenn überhaupt. Ich habe fast das Gefühl, es geht immer mehr in die andere Richtung. Aber was läuft da ab? Hast du da eine Erklärung? Ja, das ist dieser Fall, wenn wir sehr stark emotional gesteuert sind.
Weil wenn wir anschauen, was machen News? News führen dazu, dass sie sofort eine Emotion aufnehmen. Viele News sind auch darauf ausgelegt, dass es zu einer Angst führt, zu einer Hetze, zu einem Erstaunen. Also Stress wird ausgelöst. Ja. Und immer wenn Stress ausgelöst wird, dann könnte man sagen, dann steigt die innere Anspannung. Und wenn die innere Anspannung steigt, dann haben wir diesen Scheuklappenblick und wir können nicht mehr den Trend erkennen. Wir verlieren den Überblick für das große Ganze und reagieren irrational auch auf die kleinsten News, die da sein können. Also eben, man kann wirklich nicht mehr klar denken. Man lässt sich eigentlich von der eigenen Emotion steuern. Was gibt es da für Möglichkeiten, dass man eben sich da wie selber ein bisschen austricksen kann? Ja. Das Wichtigste ist zu wissen, dass man emotional gesteuert werden kann. Ja? Weil wenn du dir nicht bewusst bist, dass das eine Emotion ist, der du folgst, die gerade dein Leben führt, dann hast du sowieso schon verloren, weil dann wird man auf alles reagieren. Da wirst du geführt und führst nicht selber. Ja. Genau. Das heißt, um die Emotion zu führen, bedeutet es, ich brauche eine Selbstbewusstheit, ich muss mir meiner selbst bewusst sein, ich brauche innere Achtsamkeit, ich brauche einen Abstand. Und dafür gibt es unglaublich kraftvolle und wertvolle Tools, ja, Atemtechniken, Meditationen, Energieübungen, die halt genau dazu führen, ich bin stabil in mir und ich lasse mich nicht zu schnell involvieren. Also wenn jetzt eben so ein Stressmoment aufkommt, dann muss man sich bewusst sein, okay, ich werde emotional und muss dann eigentlich wie einen Schritt zurücktreten und gewisse Techniken dann anwenden, um dann wieder klar denken zu können. Ganz genau. Also etwas vom Einfachsten, was es gibt, ist, wenn man merkt, okay, jetzt werde ich gestresst, tief durch die Nase einatmen, die Luft für 10 Sekunden anhalten und dann langsam über den offenen Mund ausatmen. Das hat als Effekt, statt irgendeiner Emotion nachzugehen, unterbreche ich aber halt bewusst, nicht aus einem Schock heraus, sondern weil ich das bewusst tue. Und das ist etwas, das trainiert man schon im Vorfeld. Also ich warte nicht darauf, bis meine Emotion so den Höhepunkt erreicht hat, um dann zu reagieren, sondern in dem Moment, wenn du realisierst, okay, jetzt fängt es an, dann einen Stopp einzulegen, runterfahren, dann ist es viel einfacher, genau in dieser Klarheit zu bleiben. Jetzt Ziel, also eigentlich, wenn ich da jetzt reingrätschen darf, profitiert ja davon, dass die Leute mal das eine tun und am anderen Tag wieder das zurücknehmen und so. Das ist eigentlich gut für euch. Ja, so also kurzfristig klar, wenn die Kunden traden, ist das sicher von Vorteil, aber im langfristigen Bereich ist es natürlich für uns auch interessant, wenn die Kunden an der Börse Geld verdienen. Weil der Kunde, der Geld verliert, wird irgendwann dann einfach die Finger von der Börse lassen und nicht mehr traden oder investieren. Das heißt, kurzfristig ja, langfristig definitiv nein. Das heißt, ihr wollt auch, dass die Kunden gute Entscheidungen treffen, langfristig gesehen. Genau, also mein Lieblingskunde ist der, ich sage jetzt mal, täglich tradet, aber natürlich erfolgreich und das über einen langen Zeitraum. Also der Kunde, der einfach innerhalb von 3 Monaten hin und her tradet, sein ganzes Kapital verliert, die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder an die Börse kommt, ist dann relativ klein. Also eigentlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, Cyril, entspricht das ja dem, dass du eigentlich einen großen Plan hast, eine Strategie. Was machst du? Worauf reagierst du? Eben eine Strategie. Strategie heißt sich wirklich festzulegen, was löst überhaupt Events aus, was kann überhaupt dazu führen, dass ich tätig werde. Und dann halt Taktik, dass man sich überlegt, wenn man tätig werden muss, mit welchen Mitteln das macht. Also nicht einfach reagieren, sondern wirklich halt strukturell. Und ich glaube eben, also was Karim auch gesagt hat, wirklich die Emotionen im Griff haben. Ich habe auch schon mit erfolgreichen Händlern gesprochen und die sind alle irgendwo mal in einer Situation gewesen, wo sie Falschentscheidungen getroffen haben. Und wie gehe ich dann in dieser Situation um? Viele machen den Fehler, ich habe jetzt Geld verloren, ich muss es unbedingt zurückgewinnen. Dann gehen sie wieder in den Markt, aber der Markt läuft immer noch gegen mich. Ich muss das jetzt unbedingt zurückgewinnen. Und irgendwann hast du nicht nur 2.000, sondern vielleicht 10.000 Franken verloren und dann denkst du, wow, okay, was soll ich jetzt machen? Ja. Mein Konto ist auf Null. Und die haben dann gesagt, es gibt einfach Tage, da läuft es nicht. Da machst du falsche Entscheidungen. Ja. Der Markt ist vielleicht auch nicht handelbar, weil er zu volatil ist. Mach eine Auszeit. Geh spazieren. Geh in einer anderen Tätigkeit nach. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also wenn du eine Strategie hast, legst du ja die Bedingungen fest, wo du überhaupt dich einsetzt und involvierst.
Und da gibt es halt dann Tage, wo du feststellen musst, meine Grundvoraussetzungen sind nicht erfüllt und da bleibe ich weg. Und Da gibt es vielleicht einen Punkt, den man hier gut mitnehmen kann. Ich unterstütze viele Selbstständige, ihr Business aufzubauen oder so zu transformieren, dass es besser zu einem passt. Und damit es zu mir passt, muss es ja meinen Werten entsprechen. Nur sind sich viele Menschen nicht bewusst, was sind überhaupt meine Werte, wofür stehe ich überhaupt? Weil das sind genau diese Leitplanken, denn die meisten sind in einer Festanstellung. In einer Festanstellung hast du einen ganz klaren Rahmen, wo du arbeitest, wo du dich bewegst. Und wenn du jetzt Richtung Börse gehst oder Selbstständigkeit, in beiden Fällen versuchst du ja etwas selber Geld zu verdienen. Ja? Da gilt es also, den eigenen Rahmen zu bauen. Und das, was du sagst mit dieser langfristigen Ausrichtung, was ich auch gerade von dir, Cyril, gehört habe, ja, dass das ja das ist, was ihr auch haben wollt. Also der Grundplan, ja. Der Grundplan, ja. Dafür braucht es ja einen Rahmen. Und dieser Rahmen, der sollte sehr klar abgesteckt sein. Weil wenn er nicht klar abgesteckt ist, dann reagiere ich auf alles Mögliche. Und sonst kann ich mich immer fragen, entspricht das meinem Wert, meiner langfristigen Ausrichtung? Und wenn nicht, dann weiß ich, ich muss nicht reagieren. Aber das braucht wieder eine Achtsamkeit für sich selbst, diese Selbstwahrnehmung, die man hat für die eigenen Gedanken und Emotionen. Und damit ist es viel einfacher. Also man müsste wie eigentlich 2 Schritte zurück, ja, statt einfach so reinzuschießen und möglichst versuchen, viel Geld zu verdienen. Also Rahmenbedingungen jetzt auf die Börse bezogen könnten auch sein, wann ich zum Beispiel die News verfolge, wann ich überhaupt am Markt investiere, dass ich mir da auch fixe Zeiten setze. Zum Beispiel, oder was für Rahmenbedingungen könnten das im Konkreten sein? Da weiß ich zu wenig Bescheid, was man an der Börse machen soll. Ich kann dir sagen, wenn es darum geht, generell im Leben mit weniger Emotionen handeln zu müssen, dann würde ich sagen, nimm dir einen Zeitpunkt am Tag, wo du 10 bis 15 Minuten für dich die innere Ruhe findest und herstellst. Ja? Ich mache das sehr gerne über Atemtechnik und Meditation, weil das 2 Tools sind, wo das enorm schnell geht. Ja, also ich habe Kunden, die sagen, wenn ich am Morgen meine 10 oder 20 Minuten investiere, den ganzen Tag ist man viel ruhiger, ausgeglichener, kann klarer denken. Ja, ich bin auch bei einem Startup mit dabei, bei der Smart Small House. Wir machen Häuser, haben eine Photovoltaik von Rufit Solar. Und da haben wir auch schon festgestellt, wenn wir vor gewissen Sitzungen gemeinsam 10 Minuten uns einfach fokussieren, meditieren und dann die Sitzung machen, die sind schneller, die sind reibungsloser, die sind klarer. Und das hat uns alle sehr beeindruckt, weil wir haben es dann wieder nicht gemacht und dann wieder gemacht und konnten sehr klar feststellen, ich muss mich erst in meiner Mitte festigen. Und wenn ich dann ins Arbeitsleben gehe oder dann ins Börsenleben, ja, komplett eine andere Sichtweise, weil ich habe viel mehr Abstand zu Gedanken, zu Emotionen. Ja. Also man muss sich schlussendlich selber trainieren. Das wäre jetzt wie wie jemand, der noch nie in seinem Leben geboxt hat und dann in den Boxring steht. Ja. Genau. Ich glaube, das Ergebnis kann man unter Umständen erahnen, wie das rauskommt. Vielleicht nochmal den Vergleich mit den Selbstständigen. Kommt man aus einer Festanstellung, hat man ein gewisses Setting, gewisse Denkräume. Jetzt machen sich Menschen selbstständig oder sind schon lange dabei und wollen jetzt etwas Neues erreichen oder das nächst höhere Level. Dann geht es darum, dass ich neue Denkräume schaffe und dann brauche ich wieder neues Futter. Ihr bietet ja auch die Kurse an, dass ich überhaupt neue Denkräume schaffen kann. Ja, weil der Unternehmer, der Selbstständige, der schon seit vielen Jahren etwas erfolgreich tut, der hat ja ein gewisses Set an Gedanken. Man spricht dann insgesamt vom Mindset. Ne? Und dieses Set an Gedanken, an Verhaltensmustern, das muss man irgendwo lernen. Und deshalb ist es gut, genau daraus zu lernen, das eigene Setting zu erweitern. Also vielleicht ein Thema ist ja da auch noch, dass man dann irgendwo feststellt, also man ist an der Börse ja selbstständig, man ist effektiv, auch wenn man sonst angestellt ist, dass man auch für sich irgendwo feststellt, was kann ich überhaupt, was kann ich nicht, und hat gewisse Aufgaben auch delegiert. Zum Beispiel Marktabklärung, Analyse und sich halt nicht selber die Mühe macht, das zu analysieren, sondern sich irgendwo einfach seinen Input sucht, der für einen funktioniert und den dafür regelmäßig abfragt, nutzt und auch das dann interpretieren und zuordnen kann. Mhm. Nicht irgendwie mal das, einfach mit Strukturen. Ja, man muss auch realistische Ziele haben. Ja. Es gibt ja viele, die wirklich das Gefühl haben, ich gehe jetzt an die Börse und in einem Monat bin ich Millionär und kann meinen Job kündigen. Das ist in
sehr wenigen Fällen wirklich der Fall. Und meistens ist es auch ein bisschen Glück dann dabei. Ja. Aber ich glaube, das ist ja auch bei der Selbstständigkeit. Also wenn man sich ein Business aufbaut, ist ja nicht so, dass man innerhalb von kürzester Zeit dann extrem hohe Gewinne macht, sondern das ist ja eigentlich ein stetiger Prozess. Also das Business muss ja, ja ständig weiter wachsen. Also das Thema Fehler machen und alles, vielleicht kommen wir da noch gerade drauf zu sprechen. Wenn du Fragen an Karim hast oder auch an Cyril, schreib das bitte unten in die Kommentare. Wir haben auch immer Freude, wenn du ein Like da lässt und sowieso unseren Channel abonnierst. Vielleicht das Thema jetzt wirklich Recht haben. Das geht ja in die Zeilen rein, was du jetzt auch schon darüber gesprochen hast. Was ich ja beobachtet habe auch, ich habe in den letzten 20 Jahren viele Auswertungen gemacht. Und was ich immer wieder sehe, ist, dass erfolgreiche, also das heißt, über längere Zeit hinweg konstant geldverdienende Investoren mehr Fehlentscheidungen machen. Das heißt, sie schließen mehr Trades mit Verlust ab, wie sie erfolgreiche Trades haben. Aber die erfolgreichen Trades, die lassen sie dann auch laufen. Also offensichtlich spielt da die Möglichkeit, Fehler zu akzeptieren, gemachte Fehlentscheidungen, eine große Rolle und dann auch zu erkennen, wenn man richtig ist, nämlich dann die Sache laufen zu lassen. Also man muss nicht Recht haben und das finde ich ein interessantes Thema für dich. Das ist ein brillantes Thema, denn Recht haben ist eine der tiefsten Funktionen in unserem Unterbewusstsein. Ja? Das heißt, wir wollen immer bestätigt werden. Und die Bestätigung ist aber nicht so nur die selbsterfüllende Prophezeiung, das ist, was ich bewusst denke, sondern du wirst immer in dem bestätigt, auch was du unbewusst denkst. Und dieses Nicht-Recht zu haben bedeutet, ich kann eingestehen, dass ich nicht alles weiß, dass ich Fehler mache. Und dann kann ich aus den Fehlern lernen. Ja, es gibt in der Wirtschaft diese Fehlerkultur. Ich halte diesen Ausdruck für ziemlich problematisch. In der Politik nicht, ja. Nur in der Wirtschaft. Ja, also und Fehlerkultur, ich find diesen Begriff leider nicht gut, weil niemand macht gerne Fehler. Aber wir lernen gerne. Also es geht eigentlich um eine Lernkultur, was du gerade beschrieben hast. Ich lerne aus den Dingen, die nicht funktioniert haben. Und das ist genau im Unternehmertum genau das Gleiche. Das ist das sogenannte Verhaltensmuster des Effectuation. Da geht es darum, wenn ich unsicher bin, unklar bin und ich keine festen Parameter habe, dann habe ich das Ziel, kleine Schritte zu machen und sehr viel dabei zu lernen. Da geht es nicht darum, die eine zündende Idee. Ja, das ist und das. Was du gerade beschrieben hast, das ist eigentlich typisch für erfolgreiche Menschen im Umfeld von Unsicherheit. Sie machen viele kleine Fehler, lernen daraus und durch dieses innere Wachstum, was stattfindet, weil du bekommst mehr Klarheit, du bekommst eine bessere auch Intuition, ein besseres Einschätzungsvermögen für Entscheidungen. Und das führt dann dazu, dass man dann bei den guten Entscheidungen mehr Energie reingeben kann. Das finde ich jetzt ein interessanter Punkt, weil wir müssen dann wieder mehr Kinder sein. Weil Kinder machen ja sehr viele Fehler, lernen daraus und können sich so stetig weiterentwickeln. Weshalb ist bei uns Erwachsenen das Problem, Fehler zu akzeptieren, so groß? Also ich glaube, es liegt hauptsächlich nicht daran, dass wir keine Kinder mehr sind, sondern dass wir in einer Schule groß geworden sind, die Fehler bestraft. Ja, ich kann mich selber daran erinnern, ich habe einen Aufsatz geschrieben, dritte, vierte Klasse, ich fand den genial. Ja, ich kriege den zurück und die Lehrerin gibt den so, ja, ganz rot und gehe damit nach Hause und gebe das meiner Mutter. Meine Mutter, ja, der Spätzünder vielleicht, für meinen Vater Katastrophe. Und da merkt man, Fehler zu machen ist eine schlechte Idee. Und wir werden über 9 oder 15 oder noch mehr Jahre darauf trainiert, mach keine Fehler, weil ich werde bestraft dafür. Ja, also vor 1000 Jahren wurde man auch darüber bestraft, wenn man die Meinung hatte, dass die Erde rund ist. Ja, das ist vielleicht auch noch so ein interessanter Eindruck. Das ist generell, oder? Mache ich etwas falsch, werde ich dafür bestraft. Das heißt aber, es braucht ja eine darüberliegende Instanz, die mich bestrafen kann. Und wir haben solche Weltbilder, wo wir bestraft werden, wenn wir einen Fehler machen. Und hier würde es bedeuten, ich wachse darüber hinaus, ich verstehe, ich kann Sachen falsch machen. Es ist auch okay, solange ich im Lernmodus bin. Aber das ist eine ganz bewusste wieder Entscheidung. Und wenn ich aber etwas gut kann, ja, da gibt es das Verhaltensmuster der kausalen Logik, dann kann ich skalieren, dann kann ich
auf der Autobahn in den fünften Gang schalten, aber bin ich doch in der Stadt und habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich im ersten, zweiten Gang. Mhm. Und diesen Unterschied zu treffen, bin ich unsicher, dann habe ich ein anderes Muster versus bin ich sicher, habe ich ein anderes Muster. Und das lässt sich unglaublich gut trainieren. Aber eigentlich, wenn wir jetzt schauen, wir kommen immer wieder zum Punkt, das Hic et Nunc, wie die Römer sagten, hier und jetzt. Wenn das halt dein Leben bestimmt, dann bist du einfach ewig getriebener. Und das ist ja irgendwie wahrscheinlich, wenn wir jetzt zum zweiten Investorentypen übergehen, der andauernd unsicher ist. Unten kann man nicht kaufen, weil die Nachrichten schlecht sind. Ja, weil eben niemand kann die Zukunft vorhersagen. Also ich kann es nicht, vielleicht könnt ihr das, aber man kann ja vielleicht gewisse Trends abschätzen, okay. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt etwas an der Börse kaufe, ich kaufe eine Aktie, ist ja eigentlich immer die Wette, wo ich eingehe, dass mir das jemand zum späteren Zeitpunkt teurer abkauft. Also es ist eigentlich eine Wette in die Zukunft, aber niemand kann die Zukunft bestimmen. Das heißt, es ist ja klar, dass da eine gewisse Unsicherheit da ist, aber die Frage ist eben, wie gehe ich mit dieser Unsicherheit aus? Also bin ich bereit, auch gewisse Risiken einzugehen? Und ich glaube, das kann man jetzt ja nicht nur auf die Börse, sondern eben auch auf das, auch wenn man selbstständig ist, man geht gewisse Risiken ein. Ja. Ist man auch dann der Typ, Risiken einzugehen, aber eben, dass man auch nicht zu viele Risiken eingeht. Ja. Also muss ich wie die goldene Mitte finden. Da gibt es einen, auch aus dieser Studie des Effectuation, gibt es eine brillante Antwort darauf, das ist der leistbare Verlust. Mhm. Also bei Effectuation, da wurde untersucht, was machen erfolgreiche Serienunternehmer anders als Manager. Mhm. Und etwas, was sie sich immer überlegen bei jeder Entscheidung, was bin ich bereit zu verlieren an Geld, an Zeit, an Reputation. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wenn du unsicher bist, dann solltest du sicher sein, dass das, was du investierst, dass du darauf eigentlich verzichten kannst. Ja. Wenn ich natürlich sage, ich bin so im Scheiß und ich mache jetzt Glücksspiel statt Roulette, setze ich alles auf Aktie oder EFT oder Option irgendetwas und das muss jetzt erfolgreich sein, dann stimmt ziemlich wieder grundsätzlich nicht, dann ist man zu emotional. Dann geht es wieder darum, vielleicht sogar da drei Schritte zurückzugehen und sich zu fragen, okay, wie ist es zu dem Schlamassel gekommen? Was muss sich grundsätzlich ändern? Du sagst also eigentlich, dass man an der Börse jetzt das abstrahieren soll, wenn ich das jetzt so für mich zusammenfassen darf, und eigentlich aus einem Anlageentscheid, eigentlich einen normalen Geschäftsentscheid machen sollte. Damit gewinnt man etwas Distanz. Und am Schluss ist das genauso, wie wenn man irgendwie ein neues Fahrrad kauft und vielleicht passt das dann doch nicht. Da muss man halt irgendwie weiterschauen, wie es geht. Aber nicht quasi völlig erschüttert ist, wenn das jetzt nicht funktioniert hat. Man macht Fehler. Und eben das etwas lockerer angehen, aber halt auch den Rahmen ganz klar definiert. Genau, weil man investiert ja auch immer in sich selbst. Ja? Als Selbstständiger investierst du in dein Business. Und wenn man zum Beispiel Werbung macht, du weißt nie genau, okay, welche Werbung funktioniert tatsächlich. Ja, wirklich. Ja. Und deshalb probiert man aus und man lernt. Also als Selbstständiger oder als Unternehmer, man steckt 1.000, 5.000, 10.000 in eine Kampagne und dann schaut man, hat das eine Wirkung? Und wenn nicht, dann schaue ich bei der nächsten. Ja. Und das ist ein komplett anderes Herangehen, weil das ist strategisch, das ist sehr klar, ich probiere aus und ich setze nicht alles auf eine Karte, weil ich kenne auch genug Selbstständige, haben alles auf eine Karte gesetzt, haben alles verloren, weil sie nicht diese zwei Schritte zurückgemacht haben, sich gefragt haben, okay, bin ich unsicher oder bin ich sicher? Ja, weil wenn ich sicher bin, in der Werbung, auch wenn der Kunden gewinnt, dann kann man alles auf ein Budget setzen und du weißt, was rauskommt. Mhm. Wenn ich es nicht weiß, der leistbare Verlust sollte da im Vordergrund stehen. Eben, dann ist wie bei der Börse diversifizieren, nicht alles auf ein Pferd setzen, also nicht alles in eine Aktie investieren, sondern einfach sein Portfolio schlussendlich diversifizieren. Ja, was heißt für dich jetzt diversifizieren? Also nimmst du da 50 Aktien oder? Ja, nein, also 50 Aktien ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu analysieren und auch den Überblick zu haben. Also ich möchte jetzt da keine Anlageempfehlungen geben, aber schlussendlich muss ja jeder Investor auch für sich
seinen Setup finden. Also ich finde das auch extrem wichtig. Mhm. Aber wenn man so ein großes Portfolio haben will, dann kann man auch ein ETF oder einen Fonds haben, ja, das wirklich den Profis übergeben. Genau, das gibt ja dann keinen Sinn. Aber bei Aktienpositionen, dass man vielleicht nicht eine nur nimmt und dann irgendwie mit weiß gut was rumspielt, sondern halt irgendwie vielleicht 4-5 maximal Positionen nimmt und die wirklich pflegt und sich auch überlegt, weshalb habe ich die, weshalb passen die zusammen, was ist mein Konzept, ja, und dann halt das umsetzt. Ja, ich denke auch gerade die langfristige Ausrichtung, so ganz grundsätzlich möchte ich mehr Frieden in meinem Leben haben, weil dann werde ich wahrscheinlich eine andere Strategie auch wählen, als wenn ich sage, ich möchte möglichst viel Adrenalin und Cortisol durch mein System laufen haben, ich möchte nur einen Stresspegel, ja. Bungee-Jumping ist nicht meins, darum gehe ich an die Börse. Es wird eine andere Entscheidungsgrundlage geben, wie ich darauf reagiere. Und deshalb ist diese Grundsatzentscheidungen, was ist überhaupt mein Ziel? Und dann weiß ich, ich kann mich an Profis wenden, an gute Beratungen wenden, die mir auch den Weg weisen können. Was würdest du jetzt einem Investor raten, wenn die Börse vielleicht irgendwo im Laufe dieses Jahres wieder an wirklich interessanten Punkten angelangt ist und ja, wenn man dann kaufen soll, ist es immer schwierig. Deshalb sind die Preise ja tief, weil eigentlich alle dieselbe rote Karte sehen am Markt. Was kannst du einem Investor dann empfehlen, der Ruhe braucht, irgendwo zurückkommen muss, um den Entscheid, der eigentlich offensichtlich ist, dann wirklich auch umzusetzen? Also hier glaube ich, mentale Vorbereitung ist alles. Also ich würde nicht darauf warten, bis zum letzten Moment, wo es irgendwann tief bekommt, um dann emotional zu handeln, sondern ich würde mir heute schon überlegen, für den Fall, dass es irgendwann einen Zusammenbruch gibt, was ist intelligentes Vorgehen? Ja, weil wenn ich dann entscheiden muss, wenn ich hoch emotional bin, das ist am schwierigsten, weil die Emotion packt einen und lässt einen auch dumme Dinge tun. Ja, man vergisst komplett, was man eigentlich wollte. Und die mentale Vorbereitung, die ist der absolute Schlüssel. Jeder Sportler, auch bei der Polizei, da war ich auch schon, die mentale Vorbereitung ist das Allerwichtigste, weil wenn ich weiß, ich gehe in einen Einsatz und ich kann mich darauf innerlich vorbereiten, dann werde ich ganz anders reagieren. Ich habe dann auch eine andere Aufmerksamkeit, weil ich weiß, dass es stattfinden wird. Ja? Also wartet auf keinen Fall, bis alles zusammenbricht, sondern schaut schon vorher. Also wir haben ja Ende September eine sehr interessante Situation an der Börse gehabt. Cyril, du kannst dich bestimmt daran erinnern. Das effektive Markttief war je nach Index so 29. September oder in den ersten Oktobertagen rum. Ein paar Tage vorher wurde die Nord Stream Pipeline gesprengt und es war gerade die Hochkonjunktur bezüglich kommende Blackouts im Winter. Und da sind die Börsenkurse dann aber gestiegen, oder? Die Nachrichten waren denkbar schlecht und es war wirklich stressig. Gut, ich denke, die Nachrichtenlage war das ganze Jahr denkbar schlecht. Das hat ja angefangen mit dem Krieg, mit der Inflation, dann kam eben die Energiekrise. Aber eben, ich denke, man sollte wirklich seine Strategie haben und sich dann eben nicht von diesen Emotionen leiten lassen, weil niemand kann vorhersagen, was in einem halben Jahr kommt. Vielleicht kommt wieder eine schlechte Nachricht, vielleicht war es das gewesen. Niemand weiß. Darum finde ich deinen Input sehr, sehr interessant. Du musst dich auf diese Szenarien vorbereiten, mental, dass, wenn sie da sind, du richtig reagieren kannst. Und letztlich muss man auch immer wieder zugrunde halten, es ist Angebot und Nachfrage an der Börse, die den Kursverlauf bestimmen. Und wenn natürlich so viele negative Stimmung herrscht, dann haben natürlich alle Investoren, die irgendwo da empfänglich sind für schlechte Nachrichten, irgendwo mal auch abgedrückt. Und irgendwer kauft auf der anderen Seite, die war ja zusammen. Genau, du sagst ja immer, dich interessiert eigentlich, wer kauft in dieser Situation. Ja, genau, über die wird ja nie gesprochen. Ja. Die haben vielleicht auch deine Kurse durchlaufen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, es braucht Ruhe an den Märkten, es braucht Abklärung, es braucht einen Plan, wenn man Erfolg haben möchte. Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank, Karim, für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank, Cyril, auch hier. Und es hat wirklich Spaß gemacht, diese Diskussion.